Hallo und herzlich willkommen bei meiner zweiten Ausgabe von Frag T2V, dem Format, bei dem ihr mir Fragen stellen könnt, die ich dann beantworte. Ja, erst einmal vielen Dank an euch, dass ihr euch so rege an diesem Format beteiligt habt. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Fragen gestellt bekommen, die ich natürlich in diesem Video sehr gerne beantworten möchte. Und ihr habt auch hier wieder die Möglichkeit, mir als Kommentar unter diesem Video eure Fragen dazulassen, die ich dann für das nächste Frag T2V Video aufbereiten werde. So, jetzt aber genug und direkt in die Beantwortung der Fragen. Hallo, hast du in einigen Jahren vor, ein Buch über Technik oder auch YouTube zu schreiben? Liebe Grüße, Frank. Um ehrlich zu sein, aktuell nicht wirklich. Was mir eher im Kopf rumschwirrt, und das war schon eine ganze Zeit lang, ist das Format Podcast. Finde ich persönlich nämlich sehr, sehr interessant. Ich höre auch gerade beim Autofahren sehr häufig Podcasts, wenn ich keine Hörbücher höre. Von daher durchaus ein interessantes Medium. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher, ob ich dafür Zeit finden würde. Ich habe durch meinen Hauptjob und natürlich auch meine Familie plus mein Hobby YouTube nicht so wirklich viel Freiraum, um sowas tun zu können. Dennoch finde ich das sehr, sehr spannend. Von daher lasst mir vielleicht mal euer Feedback da, wie ihr zu dem Medium Podcast stehen würdet und wenn, zu welchem Thema. Eher sehr, sehr schmal, also sehr eng auf zum Beispiel das Apple-Thema oder eher breiter das gesamte Technikspektrum oder was auch immer. Lasst mir also da gerne mal euer Feedback da. Moin Silvan, sag mal, was für ein Mikrofon nutzt du? Nutzt du einen externen Rekorder? Viele Grüße. Ja, diese Frage würde ich ganz gerne aus einer etwas anderen Perspektive beantworten. Ihr seht, ich habe ein bisschen rausgezoomt, ihr seht also mehr von meinem Studio. Über mir hängt das Mikrofon, das ich hauptsächlich verwende, wenn ich in meinem Studio bin. Und zwar ist es von Sennheiser und das Modell nennt sich MKH416. Bevor ihr anfangt zu googeln oder bei Amazon zu schauen, dieses Teil ist sündhaft teuer. Die Story dahinter ist folgende. Ich habe mir sehr viele YouTuber angesehen, um für mich mal so ein bisschen zu eruieren, als ich angefangen habe, welches Equipment wird da verwendet, was ist da für eine Qualität mit erzielbar, und mir hat mit Abstand am besten die Tonqualität von dem amerikanischen YouTuber MKBHD gefallen, Marques Brownlee, auch ein Technik-YouTuber. Ich habe dann eine ganze Weile gegoogelt und rausgefunden, dass dieses Teil sein Mikrofon ist. Ich habe dann leider feststellen müssen, dass es so unfassbar teuer ist, dass ich es mir nicht kaufen konnte. Ich habe also ganz, ganz lange gespart, ich habe ganz lange gewartet, um es dann am Ende, ich glaube 1000 Euro kostet es neu, gebraucht bei eBay zu schießen, immer noch für gute 550 Euro, ist also immens teuer gewesen, aber ich bin richtig zufrieden. Danach ist mir dann aber aufgefallen, dass er offensichtlich auch sehr viel Know-how hat, wie man das Audio-File dann im Schnitt so bearbeitet, dass es so anhört wie das, was er tut, weil ich würde leider mal behaupten, dass sein Audio deutlich besser ist als meins, obwohl wir es gleiche Mikrofon haben, aber da ist bei mir auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben. So, dieses Mikrofon geht nicht direkt in meine Kamera, sondern in meinen Zoom H5 Aufnahmerekorder, der hier unten an diesem Stativ dranhängt. So sieht das Teil aus. So ein kleiner Rekorder, da sind Batterien drin, bei mir hängt er einfach an einem USB-Netzteil dran und da geht ein XLR-Kabel rein, also ein XLR-Kabel ist sowas hier. Da könnt ihr sehen, das kommt vom Mikrofon und geht dann in meinen Aufnahmerekorder rein und dieser speichert dann die Tonaufnahme von meinem Mikrofon kommend auf einer SD-Karte. Das heißt, ich muss also später im Videoschnitt diese Sounddatei einmal synchronisieren mit der Videodatei meiner drei Kameras. 1, 2, 3. Das ist ein bisschen Aufwand. Aus dem Grund habe ich mir vor kurzem ein langes Kabel gekauft, das jetzt von meinem Audiorekorder in meine Kamera reinläuft, sodass ich die gute Tonqualität von diesem Mikrofon auch direkt in der Kamera habe. Klingt komplex, ist es unterm Strich aber eigentlich gar nicht. Ja, und das ist sozusagen mein Hauptsetup, wenn ich hier im Studio bin. Bei dem ganzen Rest, man könnte fast meinen, ich wäre von der Firma Rode gesponsert. An der Stelle kann ich sagen, leider ist das nicht so. Ich habe nämlich eine Menge Geld hier investiert im Laufe der Zeit. Das habe ich mir jetzt nicht erst vor kurzem angeschafft. Das hier schon. Das vieles habe ich jetzt schon eine ganze Weile länger. Das ist ein Handmikrofon. Das kam damals im Set mit dieser Basisstation hier. Und zwar ist das das Rodelink Performer Kit. Ich wollte eigentlich nur dieses Mikrofon haben. Das ist ein Funkmikrofon. Das wiederum funktioniert mit diesen kleinen Funkadaptern hier, auch von Rode.
Rode, die ich schon eine ganze Weile habe für mein Lavalier-Mikrofon. Das ist so eine recht preiswerte, also ist immer relativ, aber im Funkmikrofonbereich preiswerte Funkstrecke von Rode, Mikrofon, Sender, Empfänger, der direkt in die Kamera reingeht. Und damit ist dieses Mikrofon auch kompatibel. Also ich kann direkt das Ding hier auf die Kamera oben draufsetzen und ins Mikrofon reinsprechen und der Ton wird direkt in der Kamera aufgenommen. Hatte ich mir irgendwann mal gekauft, weil ich geplant habe, auf eine Messe zu fahren, auf der ich das dann aber nie so eingesetzt habe. Naja, auf jeden Fall wollte ich dieses Mikrofon separat kaufen und das war so wenig billiger, als das komplette Set zu nehmen, wo auch noch diese Station mit drin ist, dass ich einfach gesagt habe, ich kaufe das gesamte Set, sodass, wenn ich es mal im Studio hier verwenden möchte, dann habe ich hier einen ordentlichen Empfänger, wo ich ein Stromkabel reinstecken kann, etc. Das ist also so mein Setup, das sicherlich hier und da auch nochmal auf einer Messe und diesen Bereichen zum Einsatz kommt. Das habe ich euch ja schon gezeigt, dieses Rodelink-Kit mit Lavalier-Mikrofon, eben auch so eine Funkstrecke, habe ich auch schon häufiger verwendet. Und dann hatte ich mir irgendwann noch das hier gekauft, das ist das News-Shooter-Kit, nennt sich das, glaube ich. Ich halte das mal ganz kurz hier in die Detailcam mit rein. Das ist so ein kleiner Adapter, der hat hier hinten auch so einen XLR-Eingang, also genau das, was ich hier am Kabel dran habe. Und dann kann ich diesen Adapter einfach in jedes x-beliebige Standard-Mikrofon mit XLR-Stecker einstecken und kann dann Funk übertragen zur Gegenseite. Und da war hier nochmal so ein Empfänger mit dabei. Das hatte ich mir schon vor längerer Zeit gekauft, sogar vor dem und vor dem. Das war mein allererster Aufnahmerekorder Zoom H2N. Der macht, seitdem ich den habe, nicht mehr so viel. Den habe ich ab und an mal als Voice-Over-Mikrofon verwendet. Also den kann man auch mit einem USB-Kabel direkt als USB-Mikrofon am Rechner verwenden. Ja, und das ist so ein bisschen mein Audio-Setup. Das ist jetzt schon wieder extrem lange geworden. Ich hoffe, das war trotzdem ein bisschen interessant für euch. Aber wie gesagt, mein Hauptmikrofon besteht aus diesem Sennheiser Shotgun-Mikrofon an meinem Stativ in meinen Zoom H5 Aufnahmerekorder. Was sind die Unterschiede zwischen dem iPhone X und dem XS und lohnt es sich, sich lieber das XS anstatt dem X zu holen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich hatte ja das iPhone 10 und danach dann das 10S. Das wiederum habe ich in der Familie weitergegeben, weil mir der Unterschied zum 10er einfach viel zu klein war. Ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben, sprechen wir gleich nochmal kurz drüber und habe dann in das 10S Max investiert, also die größere Variante des iPhones, aber alleine wegen dem Formfaktor. Faktisch würde ich mal sagen, für jeden, der ein 10er hat, macht es überhaupt gar keinen Sinn, auf ein 10S zu wechseln. Das Einzige, was vielleicht das ein bisschen unterscheidet, ist das Thema Dual-SIM. Da habe ich am Anfang gedacht, interessiert mich überhaupt gar nicht. Mittlerweile gibt es ja diverse Apps, über die man Prepaid-Karten buchen kann, wenn man im Ausland ist. Ich habe einen Telekom-Vertrag, der kostet gar nicht mal so wenig, aber wenn ich nach Amerika fliege, dann ist offensichtlich kein, sag mal, bezahlbares Roaming-Paket über diesen Vertrag möglich. Und da wäre es natürlich super, wenn ich in Amerika einfach eine App runterladen kann und kann mir für die Woche, in der ich da bin, so ein Prepaid-Paket für, keine Ahnung, ein paar Gigabyte an Datenvolumen buchen zu Inlandspreisen und die dann dort nutzen. Deswegen finde ich das Thema Dual-SIM, obwohl ich mir am Anfang dachte, macht wenig Sinn für mich, jetzt doch spannender als eigentlich vermutet. Also wenn das ein Thema ist, dann vielleicht doch eher zum XS greifen. Und zum Zweiten ist es die Kamera. Die ist hier schon tendenziell etwas besser als bei dem Xer, also als bei dem 10er. Aber auch da muss man sagen, die 10er bekommt man mittlerweile einfach auch im Gebrauchtmarkt schon für einen sehr, sehr guten Kurs. Ich würde also trotz allem sagen, lieber das Geld sparen und ins 10er investieren und mal warten, was in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr von Apple noch so kommt. Ja, von daher wäre das sehr wahrscheinlich eher meine Empfehlung, obwohl ich mein 10S Max über alles liebe. Hey, gute Idee. Erinnert mich ein bisschen an Frag Joker, aber er bezieht sich ja ausschließlich auf Apple. Meine Frage wäre, hast du einen Tipp zur Verbesserung der Tonqualität der neuen GoPro Hero 7 Black? Am besten natürlich eine halbwegs leistbare Lösung. Liebe Grüße aus Wien. Darum habe ich mir in der Tat schon sehr, sehr häufig Gedanken gemacht und habe bisher auch keine wirklich gute Lösung gefunden. Mittlerweile habe ich dieses Setup hier, widerspricht aber leider ein bisschen dem zweiten Teil deiner Frage, nämlich der Bezahlbarkeit. Also bezahlbar ist immer relativ, weil die GoPro kostet ja auch schon eine Stange Geld. Aber ich brauche einfach, um einen guten Ton aus der GoPro rauszukitzeln, die Möglichkeit, ein externes Mikrofon anzuschließen. Ich war gerade jetzt vor kurzem wieder draußen länger mit dieser Kamera hier unterwegs, um den Vergleich zur 360 Grad Insta360 One X abzudrehen. Und da habe ich auch einige Aufnahmen mit Ton durchgeführt. Und da muss man klar sagen, da kommt einfach mal ein Windstoß und dann hört sich
sich der Ton durch die internen Mikros hier drin einfach so schlecht an, dass man den nicht verwenden kann. Von daher ist alles das, was man irgendwie softwareseitig in der Kamera einstellen kann, optimieren kann, spätestens dann hinfällig, wenn ich damit draußen unterwegs bin. Von daher dachte ich mir, okay, du beißt in den sauren Apfel und kaufst dir den Audioadapter. Ich halte das mal kurz in die Detailcam. Das ist so ein kleines Kistchen hier. Das ist der Original-Audioadapter von GoPro. Da gibt es selbst am Drittanbietermarkt offensichtlich nichts, was funktioniert. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden. Wenn ihr was kennt, sagt gerne mal Bescheid. Zum Zweiten ist dieser Audioadapter einfach unfassbar groß. Wenn man den einfach hier per USB-C in die Kamera seitlich einsteckt, dann hängt der natürlich runter und der ist so schwer, dass wenn ich die GoPro damit bewege, dass der potenziell einfach aus dem Anschluss hier rausrutscht, also das USB-C-Kabel aus dem Anschluss rausrutscht. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, weil dann bringt mir mein Mikro überhaupt gar nichts. Also habe ich lange gesucht nach einer Lösung und fündig wurde ich bei Cam4Pro. Man sieht das hier hinten vielleicht. Das ist ein Stück aus einem 3D-Drucker. So sieht es auf jeden Fall aus. Also hat so diese typische Struktur, wie man die aus einem 3D-Drucker kennt. Und zwar ist das einfach ein passgenaues Modul, in dem ich dieses kleine GoPro-Adapter-Audio-Kistchen einstecken kann. Ich kann es hier mal versuchen rauszuholen. So sieht der aus. Also ist schon relativ groß. Von daher finde ich das grundsätzlich vom Ansatz sehr, sehr gut, dass ich so ein Dual-Mount habe. Also der ist in diesem Cam4Pro-Paket mit dabei. Das ist dieses Dual-Stück plus diesen 3D-gedruckten Adapter. Also ich vermute, dass er 3D gedruckt ist. Dann kann ich dann vorne die GoPro montieren und hinten den Adapter, so dass wenigstens diese Kombination halbwegs feste zusammenhängt und auch nicht so immens groß ist. Dann war die zweite Frage, wie bekomme ich jetzt ein externes Mikrofon? Das hier ist dieses Komica VM10, heißt das, glaube ich, überhaupt an die Kamera dran. Da würde sich natürlich auch so ein Rode Videomikro anbieten, also so ein ganz kleines Mikrofon. So an das Original GoPro-Gehäuse gar nicht. Deswegen habe ich wieder investiert und habe mir so ein Metall-Cage gekauft. Hier seht ihr es. Das ist also so ein Metallrahmen, da kommt die GoPro hinten rein. Ich kann die auch, ich zeige es euch mal ganz kurz, wenn ich das zurückklappe, ich kann hier einfach dann diese Klappe öffnen, hier die kleine Schraube lösen, die GoPro rausnehmen, beziehungsweise hier eben auch wieder reinstecken. Lasse ich mal ganz kurz ab. Mit dem riesen Vorteil, dass ich hier oben einen Blitzschuh drauf habe, wo jedes Mikrofon oder auch Videolicht oder was auch immer montiert werden kann. Hier vorne habe ich sogar die Möglichkeit, Filter anzuschrauben. Hier ist jetzt so ein UV-Filter dabei gewesen. Da kann man aber auch andere Filter, glaube ich, kaufen und das auch abnehmen. Und das bringt mir natürlich einen immensen Vorteil, was die Soundqualität angeht. Ich mache die Kamera mal ganz kurz an, so 4K, 25p und jetzt sollte sie aufnehmen. So, das ist jetzt die Standardeinstellung von der GoPro. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt einigermaßen gut hören. Ich würde sagen, ne, ich schwenke mal ein bisschen rum. Jetzt sollte man den Ton von diesem Komica-Mikrofon einmal oben hören. Ich nehme die Aufnahme jetzt nochmal raus, nochmal weg und mache den Audioadapter mal raus. Jetzt ist das interne Mikro wieder in Verwendung. Und jetzt starte ich nochmal so. Und jetzt solltet ihr das interne Mikrofon der GoPro Hero 7 hören. Die Mikrofonöffnungen sind in dem Cage auch alle offen. Das sollte also nicht wirklich beeinträchtigen, so dass ihr den Originalton auch nochmal hört. Wie gesagt, das ist jetzt Indoor im Studio. Draußen, wenn ein bisschen Wind ist, sieht das nochmal ganz anders aus. Dann ist das Original GoPro Audio nicht zu gebrauchen. Ja, das ist so eine Sache. Ganz preiswert, wie gesagt, ist es leider nicht. Der Audioadapter kostet gute 60 Euro. Unverschämt. Unverschämt teuer. Ich verstehe nicht, warum GoPro dafür so viel Geld verlangt. Aber da kein anderer was anbietet, können sie es offensichtlich tun. Ich habe sehr lange mit mir gehadert, ob ich das Teil kaufen soll. Jetzt, wo ich es habe, ist es okay, aber es schmerzt schon, so viel Kohle dafür rauszuhauen. Ja, und dann, ich glaube, dieses Adapter-Set, ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat. 10 Euro oder so. Das war nicht so teuer. Das verlinke ich euch mal. Von Cam4Pro ist das ein Online-Shop, falls ihr den nicht kennen solltet, habe ich auch keine Kooperation mit oder was auch immer. Und da hält das Ganze einfach charmant zusammen. Lohnen sich AirPods? Auf jeden Fall. Ich liebe die Teile. Immer wenn ich unterwegs bin, habe ich sie dabei. Ich telefoniere vor allem auch ganz, ganz häufig damit. Also ich wollte nicht mehr ohne sie. Ich habe extrem lange mit mir gehadert, ob ich so viel Geld in Kopfhörer investieren soll. Irgendwann dachte ich mir Augen zu und durch, weil auch viele meiner Kollegen die Teile immer regelmäßig im Ohr hatten. Und ich kann euch jetzt im Nachgang sagen, es war ein sehr
sehr, sehr guter Invest. Ich liebe die Dinger. Sie sind einfach ultra klein. Ich kann sie problemfrei in die Hosentasche stecken. Wenn ich unterwegs bin, im Flugzeug zum Beispiel, ist das eine super Sache. Grundsätzlich klare Empfehlung. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit und würde inzwischen auch sagen, obwohl sie wirklich viel Geld kosten, ist es gut investiert. Trägst du die Apple Watch jeden Tag und warum? Die Woche über habe ich die Apple Watch auf jeden Fall immer am Arm. Gerade wenn ich beruflich unterwegs bin, ist es für mich persönlich ein ganz extremer Mehrwert. Zum einen natürlich, wenn ich irgendwo in Meetings sitze oder wo auch immer bin, habe ich sofort, wenn mich jemand anruft, die Information am Handgelenk. Meine Frau ist aktuell schwanger, von daher ist es für mich persönlich ein ganz beruhigendes Gefühl zu wissen, wenn da was sein sollte, selbst wenn ich irgendwo gerade einen Vortrag halte, ich kann ganz kurz, wenn es vibriert, auf die Uhr schauen, wenn sie anruft, würde ich das unterbrechen und ganz kurz mit ihr sprechen und fragen, ob alles klar ist. Von daher, ja, absolut, ich liebe dieses Teil, ich habe sie die Woche über jeden Tag am Arm, in der Regel auch am Wochenende. Manchmal gönne ich mir mal einen Tag, wo ich morgens ganz bewusst entscheide, heute möchte ich mal ein bisschen sparsamer mit den sozialen Medien umgehen und auch mal nicht immer so am Puls der Zeit sein und nicht sofort jede Sekunde über eine neue Info am Handgelenk informiert werden, um einfach für mich selbst so ein bisschen runterzukommen, dann lasse ich sie bewusst einfach mal am Nachttisch liegen, in der Ladestation hängen und nehme sie nicht an den Arm. Aber in 99,9% aller Fälle habe ich diese Uhr am Arm und ich liebe sie, weil sie mir sehr viel Mehrwert generiert. Wirst du auch ein Video zur neuen DJI Osmo Pocket machen? Liebe Grüße, Guido. Als der Osmo Pocket vorgestellt wurde, dachte ich mir, oh nein, du musst schon wieder Geld ausgeben. Ich habe dann lange mit mir gehadert und mich final doch dagegen entschieden, weil ich einfach glaube, dass ich dieses Teil nicht brauchen würde bzw. nicht nutzen würde. Ich habe meine GoPro Hero 7. Ich habe jetzt diese 360-Grad-Kamera, die ich vor kurzem vorgestellt habe. Das sind beides ganz hervorragende Systeme. Ja, es wäre schön, so einen kleinen Gimbal zu haben, aber ich habe mich dann am Ende doch dagegen entschieden, obwohl ich den Osmo Pocket sehr, sehr interessant finde. Ja, mal schauen, was an der Front noch so passiert. Ich vermute mal, dass es irgendwann auch einen Osmo Pocket V2 geben wird, also irgendeinen Nachfolger, der vielleicht ein bisschen größeres Display hat und vor allem vielleicht auch eine bisschen bessere Akkulaufzeit. Das scheint da ja so ein Thema zu sein. Also Konzept finde ich grundsätzlich sehr spannend, aber da wird es erstmal kein Video zu geben, weil ich mir diesen Gimbal nicht gekauft habe. Hi Silvan, welcher YouTuber gab dir deine Inspiration zum Einstieg in dein YouTube-Business? Wünsche dir schöne Feiertage. Ja, da kann man ganz klar sagen, der Kanal Technikfaultier. Ich vermute mal, da muss ich so viel gar nicht mehr sagen. Die meisten von euch werden diesen Kanal kennen. Egal nach welchem Technikthema man hier auf YouTube sucht, man findet Minimum ein Video vom Technikfaultier-Kanal dazu. Ich finde dieses Konzept, das er fährt, ich glaube Carsten heißt er, einfach unglaublich angenehm. Man kann ihm sehr gut zuhören. Er hat eine sehr angenehme Erzählstimme. Man merkt auch, dass er nicht irgendwie geschönt was verkaufen will, sondern man hat immer den Eindruck, es ist seine Meinung, die er dort vertritt. Und ich hoffe, ihr merkt, dass ich ebenfalls versuche, komplett transparent zu sein. Vor jedem Video, wenn ich eine Kooperation irgendwoher hatte, erwähne ich das. Ich würde niemals eine Kooperation eingehen, wo mir ein Hersteller versucht, was aufzudrängen, also eine Meinung aufzudrängen, auch gegen Bezahlung. Zum Glück, ich hatte ja schon einige Kooperationen, war das noch nie der Fall. Also ich hatte noch nicht einen Hersteller, der versucht hat, irgendwie ein Fazit zu erkaufen, eine Meinung zu erkaufen. Und das finde ich auch gut, beziehungsweise würde ich das unter gar keinen Umständen tun. Hi, kommt ein abschließendes Video mit Fazit zum D-Bot N79S? Ja, ich hatte dieses Video in der Tat sehr lange vor mir hergeschoben. Mittlerweile ist es online. Das hatte auch einen ganz speziellen Grund. Also mir war schon lange klar, dass dieser Roboter 100% zu empfehlen ist. Also ich bin nach wie vor extrem zufrieden damit. Aber ich wollte ganz einfach ein paar Clips für euch abdrehen, wo man den Roboter bei der Arbeit sieht. Und ich wusste, dass wir einen Raum, das war unser Ankleidezimmer, einmal komplett leer räumen müssen, um es zu renovieren, weil es eben das zweite Kinderzimmer wird. Und das ging nicht von heute auf morgen. Und als der Raum dann mal leer war, konnte ich auch mit meinen Dreharbeiten darin beginnen. Und das war der Grund, aus dem dieses Video etwas länger hat auf sich warten lassen. Ja, mittlerweile ist es online. Ich kann den Roboter nach wie vor empfehlen. Falls ihr das Video nicht gesehen haben solltet, schaut es euch mal an. Sind ein paar ganz nette Eindrücke mit dran. Ich habe eine Menge Reis im Raum verteilt.
verteilt gehabt, die der Roboter dann, bis der Akku zur Neige ging, einmal weggesaugt hat mit einem hervorragenden Ergebnis. Ja, also Video ist online. Hallo Silvan, meine Frau und ich haben je ein iPhone und ein iPad. Wir möchten gerne einen gemeinsamen Kalender haben, damit jeder von uns seine Termine und die Termine vom Partner sieht und bearbeiten kann. Auch die Kontaktliste möchten wir gemeinsam führen. Würdest du uns empfehlen, zwei verschiedene iCloud-Accounts zu führen? Und wenn ja, wie kann jeder von uns alle Kontakte und Termine einsehen und bearbeiten? Danke und viel Erfolg. Ja, ich denke, ich kann zumindest einen Teil deiner Frage beantworten. Es ist so, ich nutze mit meiner Frau zum Beispiel eine sogenannte Familienfreigabe. Ich möchte gerne meine Bilder und meine Backups von meinem iPhone, meinem iPad und so weiter in der Cloud speichern. Meine Frau möchte das auch. Es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, dass jeder von uns einen eigenen iCloud-Speicherplan kauft. Deswegen habe ich einen großen gekauft. Ich glaube, 200 GB sind das. Und ich kann den nun mit meiner Frau über diese Familienfreigabe teilen. Ja, das heißt, sie nutzt den gleichen Speicherplan, den ich auch habe. Wenn diese Familienfreigabe eingerichtet ist, teilt man automatisch auch noch weitere Dinge miteinander. Es gibt zum Beispiel einen weiteren Kalender, der dann sofort automatisch erstellt wird, der sich Family nennt. Und wenn ich da was reinschreibe, dann sieht meine Frau diesen Kalendereintrag sofort. Zum Zweiten gibt es auch die Möglichkeit, ein zentrales Fotoalbum zu haben. Das nennt sich, glaube ich, auch Family. Und wenn ich da ein Foto reinspeichere, dann wird es automatisch auch auf das Handy meiner Frau geladen. Und zum Dritten, ich nutze es persönlich sehr häufig, ist es die App Erinnerungen. Ich trage mir sehr, sehr häufig To-Dos in diese Erinnerungen-App ein. Und auch da gibt es so eine geteilte Gruppe, die sich Family nennt. Wenn ich da eine Erinnerung reinpacke, dann sieht die meine Frau auf ihrem Smartphone eben auch. Also das ist schon mal ein Großteil von deiner Frage, sicherlich einfach über diese Familienfreigabe abgedeckt. Der zweite Teil, da musste ich in der Tat ein bisschen recherchieren, ist die Synchronisation der Kontakte. Das scheint so direkt von Apple überhaupt gar nicht möglich zu sein, beziehungsweise ist nicht Bestandteil dieser Familienfreigabe, dass die Kontakte, die ich hier in meinem Kontaktadressbuch drin habe, dass die auch dann direkt zu meiner Frau gespiegelt werden. Es gibt aber wohl die Möglichkeit, einfach einen zweiten iCloud-Account zu registrieren, darin dann die Kontakte zu pflegen und diesen zweiten iCloud-Account dann bei beiden Smartphones einzurichten, aber eben nur für die Kontakte. Ich packe dir mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Da ist das sehr gut erklärt worden. Ist ein Forumsbeitrag. Damit wäre ich zuversichtlich, dass man das über diesen Weg dann hinbekommt. Und daher sollte dann auch deine Frage zu 100% beantwortet sein. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die gleiche Apple-ID einfach auf allen Geräten zu verwenden, mit allen Vor- und auch Nachteilen. Wenn du zum Beispiel eine iMessage geschickt bekommst, dann würde die natürlich auch auf das Smartphone deiner Frau synchronisiert werden. Ich glaube, da kann man dann auch die Handynummer rausnehmen und all sowas. Aber es würde die Gefahr bestehen, dass das passiert. Ja, musst du selbst wissen, ob du das möchtest oder nicht. Ich persönlich finde den Ansatz, dass jeder seinen eigenen iCloud-Account hat und das dann über diese Familienfreigabe trotzdem synchronisiert werden kann, sehr nett. Und wenn die Kontakte eben auch noch abbildbar sind mit einem weiteren iCloud-Account, der einfach auf beiden Endgeräten eingerichtet wird, ist das ja erst einmal nicht so verkehrt. Das waren alle Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich persönlich fand es super spannend. Mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass ihr unter diesem Video wieder fleißig Kommentare dalasst mit dem Hashtag FragT2V. Ihr könnt natürlich genauso auch meinen Instagram-Account abonnieren und dort mit dem Hashtag FragT2V weitere Fragen dalassen, die ich dann für ein kommendes Video aufbereiten werde. Also nochmal vielen Dank an euch und ich würde vorschlagen, wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!